Ja, hallo und willkommen zurück zu einem neuen Part von The Wonderful 101. Ich wollte jetzt hier direkt eigentlich weiter, aber da sehe ich hier gerade was ganz Witziges. Da können wir hier einmal geschickt umschalten. Das Justice-Projektil. Ja, es war jetzt gerade ein bisschen doof, dass ihr jetzt nicht direkt den In-Game-Sound hört. Ich könnte den jetzt hier so ein bisschen versuchen vom Gamepad aufzunehmen, weil ich denke, das ist auch ein bisschen, ja, nicht so optimal. Ich wollte euch ja auch nur noch kurz mal hier die Beschreibung von dem Justice-Projektil zeigen. Der Witz nämlich daran ist, dass es aus, oder dass die mit Freiwilligen bestückt wird. Ja, also es müssen die extra nochmal erwähnen, weil so freiwillig sehen ja die Leute da eigentlich gar nicht mal aus. Ja, okay, doch. Doch, die alle hier mit einer heldenhaften Pose, ja. Ne, wollen wir nicht einsetzen. Wir wollen zurück. Gut, dann können wir jetzt hier nämlich weitermachen. Ja, nach der, sagen wir mal, nennen wir es mal lustigen Kleinigkeit und natürlich. Ja. Sag mal, den haben wir doch auch schon gesehen. Den müssen wir uns jetzt hier nicht nochmal speziell vorstellen. Bin mir ziemlich sicher, dass wir den schon mal gesehen haben. Außer er ist jetzt irgendwas Besonderes in seiner Klasse, Rasse, was auch immer. Was gibt es da oben? Ein Jeton. Nein, falsch. Oh Mann, da wollte ich eigentlich. Natürlich wollte ich die Wonder-Sprungfeder einsetzen und nicht den Mist, den ich gerade eingesetzt habe. Gut, ich sehe schon, der Witzbold von da hinten schießt Kugeln rüber. Ich denke mal, dann nehmen wir uns den mal als erstes hier vor. Ja, klar, nee, ist es. Nein, nein, ich habe ja nicht hier. Ich habe ja nicht schon. Aua. Ich habe ja nicht schon die Peitsche ausgewählt, ja. Das finde ich auch immer witzig. Wie kann es sein? Was kann da schieflaufen, wenn. Herr, ja, lauft doch da wieder alle gegen, ihr Witzbolde. Wie kann es sein, dass wir uns verteidigen und alle unsere Wonders irgendwie einen auf den Deckel bekommen? Wenn wir letztendlich. Oder wenn unsere Wonderful mit. Glieder. Ja, komm, ist gut. Ach, guck mal, den können wir jetzt, den müssten wir doch nehmen können, ne? Ja, super. Ah, und dann machen wir ihn jetzt hier mit seinen eigenen Waffen kaputt. Super. Das sollte schon relativ schnell gegangen sein. So. Ja, klar, wir werden hier. Na, danke schön. Ja, was soll man denn da machen? Du bist ja ein Witzbold da hinten. Ja, okay, gut. Da ist er auch schon wieder weg. Guck mal, dann lassen wir uns. Ah! Ballern wir mal hier kurz ein bisschen rum. Aber wir können ja einfach hier die nacheinander nehmen und dann ins Jenseits direkt schießen hier. Gut, da oben müssen wir nämlich mit der guten Wanda Pink ran. Er hilft. Er kommt schon freundlicherweise auf uns zu. Ach, ich stand gerade hinter ihm. Das sah ja ein bisschen aus. Ja. Gut, und wir lassen uns hier gerade wieder wundervoll treffen. Gut, und sein toller, ach so toller Angriff geht hier komplett ins Leere. Okay, gut, man zieht ihm die Rüstungsteile nacheinander aus. So, hier lohnt es, sollte es sich lohnen, die große Peitsche nochmal rauszuholen. Komm, wir ziehen dich weiter aus hier. Was willst du machen? Hier bitte nochmal das etwas größere Teil rausholen. Und da verliert er auch schon seinen Armschmuck. Ach, schade. Hier bitte nochmal. So. Weiß gar nicht. Warum hat er eigentlich jetzt noch keine Lebensanzeige? Eigentlich sollte er ja vorher schon den ein oder anderen Treffer kassiert haben. Ach, guck mal. Kommt. Schießen wir ihn mal ein bisschen ab. Na, schießt du wohl. Ach, Green Mensch. Da muss man wirklich immer ein richtig gutes freies Sichtfeld haben. Ich weiß nicht, wer da gerade pfeift. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, klar, da rastet er ganz normal aus, wie seine anderen kleinen Spielzeugkollegen. In dem Modus kann man den gar nicht angreifen. Generell nicht? Oder wann wird er denn wieder angreifbar? Ja, was macht er denn jetzt? Ugh.
hier schön das große Gerät rausgeholt. Wer pfeift da? Das möchte ich jetzt echt mal... Okay, gut. Man kann ihn auch in seinem Rage-Modus, sage ich mal, fertig machen. Der hier oder wer pfeift jetzt hier? Zeig dich doch schon hier. Ja. Es zeigt sich jetzt niemand großartig, der hier irgendwie pfeift. Deswegen... Na, was war denn da jetzt los? Bin ich gesprungen oder was habe ich gemacht? Irgendwas, was nicht so vorgesehen war. Ich glaube schon, dass ich gesprungen bin. Ach, und... Yay, mal wieder... ein blöder Speicherpunkt. Also für mich sind die echt nicht gut gesetzt. Ich... mal Bronze. Ach komm, ich bin schon besser als in der letzten Mission, ja? Da gab es ja, glaube ich, nur Plastik, wenn ich mich nicht ganz... irre. Und weil ich gerade sehe, Geheimbonus. Wir hatten direkt in der ersten Welt so ein krasses geheimes Level, wo wir dann eine extra Runde kämpfen konnten. Seitdem haben wir sowas ja nicht mehr gefunden. Also entweder bin ich so blind oder wir haben die Voraussetzungen dafür gar nicht erfüllt. Kann ja beides sein, ja. Gut, ich werde mir, denke ich mal, bis zum nächsten Mal dann überlegen, was man sich hier so kaufen könnte. So viel Kohle haben wir ja gar nicht. Ja, ich könnte ja auch einfach mal überlegen, ältere Level nochmal zu spielen. Da würdet ihr jetzt ja nichts verpassen. Und letztendlich hätten wir da alle was davon. Weil so im normalen Spiel kann man ja auch einfach ältere Level nochmal machen, um hier O-Teile zu sammeln. Aber aufnehmen brauche ich das ja wirklich nicht. Das wäre ja Schwachsinn. Also mehr als irgendwie neues Zeug labern könnte ich da ja nicht. Und das kann ich in jedem anderen Part auch. Deswegen denke ich, werde ich demnächst vielleicht auch mal offscreen ein bisschen gucken, dass ich da O-Teile farme. Für das Let's Play natürlich nur, ne? Okay, gut. Dann soll es das jetzt hier erstmal im Wonderful-Markt gewesen sein. Und auch erstmal mit dem Part. Ich denke, dadurch, dass er jetzt so kurz ist, haue ich einfach von der nächsten Aufnahme hier noch ein bisschen was mit ran. Und... wir sehen uns dann, ja, gleich, aber letztendlich in der nächsten Aufnahme. Also, bis zum nächsten Mal dann. Ja, hallo und damit willkommen zurück zu einem neuen Part von The Wonderful 101. Wir sind hier bei Operation 002. Okay, nee, das Blossom hätte ich besser abpassen müssen. Egal, wir sind noch in Blossom City. Das kann ich. Letztens hatte ich, glaube ich, was erwähnt, von wegen, als ob wir nicht mehr in Blossom City wären, ne? Gut, und wir gehen jetzt hier in Operation 002. Hat sie das so gesagt? Ich glaube schon, ne? Das C-Ding davon. Ja, und hier kann man natürlich trotzdem so ganz... ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, dass man hier nicht andere Sachen ausprobieren kann, aber das geht natürlich, halt, man muss dann mit dem Stick das hier machen. Ne? Mal hier die Peitsche. Also letztendlich, ich habe es jetzt auch, ich habe mal auch so ein bisschen rumprobiert. Sind wir ja richtig? Ich kann das gerade ehrlich gesagt nicht so richtig sagen, ob wir... nee, okay, gut, runter geht's hier auf alle Fälle nicht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie wir hier gelandet sind. Okay, gut, ja. Ich werde mal versuchen, was zu erzählen, wenn ich jetzt nicht gleich davon wieder abgelenkt werde. Oh, das war knapp. Ja, da würde ich spannend machen. Funk ist von Massimo, das ist als dämlich. Wow, irgendwas... ein Parasit oder so? Notorier. Ziemlich gefährlich. Target acquired. Let's get this parasitic intelligence extractor. Team, unite up! Auf alle Fälle. Mir fällt gerade schon wieder auf, das habe ich ja letztens schon mal erwähnt, ne, dass mein Ton einfach extrem leise ist. Ich weiß nicht. Ah, warte mal, können wir die da vielleicht nehmen? Ja, einmal. Wieso wollte er denn gerade? Müssen wir da gegen schießen? Ich weiß es nicht. Wir versuchen das mal. Ich versuche mal hier nicht ganz so nah dran zu sein. Okay. Ja, ich glaube, das ist schon mal recht vielversprechend. Aua. Einfach mal da so ein paar... okay, nee, das sind hier nur Leute von uns. Ah, guck mal, da steht ja noch einer. Okay, gut, den haben wir nur dagegen geschossen. Sind alle weg, ja. Hier. Komm, du bist unser nächstes Opfer, das da. Nein, ey. Ich kriege es mit dem Zielen auch nicht hin, ne?
Und die verstecken sich jetzt hier alle auf einem Fleck, da muss ich einfach mal so reinhauen. So, und ich versuche mal jetzt auch kurz hier, machen wir mal, holen wir mal den Peitsche raus. Oh. Nee. Ah, genau. Ich glaube, ich krieg, also ich habe letztens mir das mal so ein bisschen angeguckt. Alter, wow. Ich dachte, ich mache jetzt hier schon so riesen Laser. Ich wollte mich schon freuen. Da. Ja, klar. Nee. Nein, lass uns nicht springen. Hier einfach mal schön. Ja. Mach doch, was du willst. Gut. Was ist das jetzt? Nichts Gutes auf alle Fälle. Okay, das ist jetzt hier gerade nicht ultra effektiv, sagen wir mal so, ja. Hey, gerade können wir das Ding jetzt gar nicht einsetzen. Und sah das gerade nur so aus oder hat er wirklich nach oben gezielt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Peitsche gut Schaden macht. Also das ist schon was Schönes hier. Die Peitsche so ganz an sich. Und was das soll, das kann ich euch hier auch gerade nicht sagen. Ja, natürlich springt nicht so, also nicht so hoch springen zu können wie Pink ist jetzt keine Schande, ja, aber ihr solltet es wohl schon schaffen, mir zu folgen, ja. Gut, wir sind hier irgendwie wieder einen Rang aufgestiegen, wo ich jetzt immer noch nicht hundertprozentig weiß, was das jetzt heißt für uns. Ah ja, genau, ich muss darauf achten, dass ich jetzt nicht so lang aufnehme. Ist ja nur ein zweiter Part. Na da. Wie sieht denn aus? Ping, ich kann die Virgin Victory nicht erreichen. Störung hält an. Und merci heißt danke. Piep. Oh ja, klar, sag mal. Geht's bei dir noch? Könnte der surft einfach auf einem Raumschiff? Stell dir mal vor, wir würden auf der. Ja. Ich wollte gerade schon sagen, das sieht so aus, als ob er sich jetzt hier. Besorgt sich jetzt einfach mal einen neuen Arm à la Samus. Ach, und da fällt mir auch gerade was ein, was ich vielleicht im nächsten Part dann mal dran denke zu erzählen. Ja, der ist jetzt dadurch natürlich noch sehr viel gefährlicher. Also. Okay, gut, das kennt man auch schon aus dem einen Trailer. Aus dem TV-Commercial. Das ist aber eine geile Szene, wie er sich da einfach hinpackt. Dauerzerstörung und Erdlingseliminierung eingeleitet, einleiten, starten. Ja, mach doch, was du willst. Wir heben. Nee. Wir halten dich doch eh wieder auf. Sollten wir das? Ich würde einfach den Gleiter nehmen und abhauen. The enemy is on the move. Wonderful 100. Our target is that giant bipedal assault weapon. Team, engaging unlimited form. Ah, den mal wieder. Stimmt, hatten wir ja lang nicht, ne? Das ist ja auch das erste Mal, dass wir Pink da drin jetzt erleben. Vielleicht ist sie da noch krasser drauf. Das eine Gesicht von ihr war eben gerade schon mal sehr cool, auf alle Fälle. Da kommen ihre transsilvanischen Wurzeln sehr gut zur Geltung. Man hat ja die scharfen Eckzähne gesehen, wenn ich mich da nicht irre. Ja. Okay. Ja. Ich habe dran gedacht, dass das hier sozusagen nur eine zweite Hälfte von dem Part ist. Und deswegen würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt mal schnell und hoffe wirklich, dass ich mal an die zwei Themen, die ich noch erwähnen wollte, denke. Ne? Also, vielen Dank mal wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao.